Seit mindestens einem halben Jahr bekomme ich Nachrichten von euch, was denn nun aus dem Treffen mit mir und Bushido geworden ist. Oder was ich allgemein zu der Lage denke, in der sich Bushido momentan befindet. Und da mein persönlicher Bezug zu Bushido natürlich ein bisschen größer ist, als das wahrscheinlich bei allen anderen YouTubern so ist. Und die ganze Sache deswegen auch von größerem Interesse ist, weil, nehmen wir uns mal nichts vor, die meisten meiner Abonnenten auch Bushido-Fans oder allgemein Rap-Fans sind. Da passt es doch nur, dass ich mich heute diesem Thema mal widme und allen möglichen Fragen stelle. Was war das für ein Jahr bisher für Bushido? Erst kursieren die wildesten Gerüchte, dann wird es so ruhig um seine Person wie noch nie zuvor und letztendlich gibt's den großen Knall und alle drehen am fucking Rad. Das Resultat, es entstanden irgendwie mehr Fragen als es Antworten gab und es wurden mittlerweile Grenzen überschritten, die sogar zu Lasten seiner Frau oder seiner Familie gingen. Aber auch ich möchte ganz klar davon absehen, solchen Untermenschen, die sowas überhaupt machen, hier auf meinem Kanal eine Plattform zu geben. Zumal das Ganze sowieso schon medial so extrem breit getreten wurde. Wobei ich auch direkt mal Props an Marvin California rausgeben muss, welcher sich auch mit diesem Thema beschäftigt und als wahrscheinlich einer der wenigen Rap-Kanäle gerade in Deutschland sich dieser Sache annehmen kann und darüber wirklich auch eine gute Berichterstattung bringen kann, ohne sich auf das Niveau von so vielen anderen Rap-Kanälen zu begeben. Und dennoch war sein Video kritisch und sogar mit einer kleinen Ansage in Richtung Bushido versehen. Ich gehe davon aus, dass Bushido dieses Video hier sehen wird, deshalb richte ich meine folgenden Sätze mal direkt an dich. Deine Tour startet in 4 Wochen. Aufgrund der Ungewissheit über die Zukunft des Labels herrscht allgemeine Unklarheit unter deinen Fans, ob die Tour überhaupt stattfindet. Ein klares Statement, dass die Tour wie geplant durchgeführt wird, bist du deinen wartenden Fans schuldig. Und in dem Zusammenhang muss man auch ganz klar Bushido Respekt aussprechen, weil er nicht nur zugab, dieses Video gesehen zu haben, sondern das Ganze auch auf seinen eigenen Twitter-Account retweetet hat, obwohl Kritik in dem Video vorkam. Trotz Kritik kann er als Künstler und als Mensch darüber stehen und unterstützt diese Arbeit sogar noch. Ja, da kann sich so manch anderer mal eine Scheibe abschneiden, ne? Flissmann. Ich habe auch echt krassen Husten momentan, die Wetterumstellung. Wir fassen hier mal ganz kurz meine Sicht der Dinge zusammen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil wer sich für das Thema interessiert, wird hierzu, glaube ich, genug auf YouTube finden. Vor gut einem halben Jahr sollte die Black Friday Tour stattfinden. Das war im Dezember 2017, zu welcher, wie ihr wahrscheinlich auch noch wisst, ich eingeladen wurde, mit ihm persönlich ein Video zu drehen. Und er mich zum Konzert nach Leipzig einlud. Als kleines Dankeschön für meinen Support in Form der Videos, die ich damals rausgebracht habe. Also damals, vor einem Jahr, so lange ist es jetzt auch nicht her. Dieses Konzert bzw. diese Tour wurde abgesagt, aus gesundheitlichen Gründen seitens Bushidos. Und diese wurde dann wenig später auch auf Mai verlegt. Ja, wenig später kursierten die wildesten Gerüchte über sein Label, die von ihm gesignten Künstler und sogar zu seinen engsten Freunden und Partnern, wie zum Beispiel Arafat und Shindy und Co. Und ich schätzte tatsächlich zu dem Zeitpunkt und auch lange Zeit darauf, dass das Ganze einfach nur ein clever getimter Promo-Move ist, um dann hinten raus mal wieder so einen extrem heftigen Knall zu bringen, für die Bushido eigentlich schon immer bekannt war. Was alles auch nur zu gut gepasst hätte in Anbetracht dieser JBG-Geschichte. Dass es dann aber wiederum so ausging, wie es wirklich im Endeffekt ausging, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Dass die Trennung von langjährigen Freunden und Partnern irgendwann wirklich zur bitteren Realität geworden ist, wurde spätestens dann klar, als man diesen ganzen verbalen Krieg auf den Social Medias mitbekam. Wie gesagt, möchte ich dann nicht ins Detail gehen und ich glaube, die meisten werden das auch verstehen, weil, wie so üblich, ist das Ganze echt eklig geworden. Und vor allem auch sehr persönlich. Wer sich an mein erstes Video zu Bushido auf meinem Kanal erinnern kann, weiß, dass ich damals schon so ein bisschen ungutes Gefühl auch hatte, als er seine Kinder das erste Mal im Song zeigte. Zeigt er gerade das erste Mal aller Zeiten, wie seine Kinder aussehen. Die sind die Bösen, wie die Guten. Seine Musik ist erwachsen geworden. Man sieht einfach, wie der ein Thema beleuchtet, was ihm so unglaublich viel bedeutet, dass er sich eben Jahre Zeit gelassen hat, bis er überhaupt das Thema anspricht. Bevor er überhaupt seine Kinder ins Rampenlicht irgendwie rückt. Bevor er versucht, sie zwar immer noch so ein bisschen zu verstecken, nicht komplett porträtmäßig darzustellen, aber man sieht seine Kinder, man sieht so viel von ihnen schon. Das ist das Intimste, Persönlichste. Es ist auch ein gewisses Risiko, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und es blieb nur zu hoffen, dass alle weiteren Angriffe in Richtung Bushidos in Zukunft, weil er natürlich in der Vergangenheit auch extrem austeilte, seine Kinder bzw. seine Familie und bestenfalls auch noch seine Frau einfach außen vor lassen. Weil das ist eine Grenze, Alter, das geht einfach nicht. In den letzten Tagen hat man oft Dinge gehört, wie man erntet, was man sieht. Oder Bushido ist wahrscheinlich der Rapper, der am wenigsten eine weiße Weste im Game hat. Oder Sachen wie, der Gangster-Rapper macht plötzlich auf makellosen Familienvater. Und klar, an manchen
manchen Sachen ist immer irgendwas dran. Aber für mich ist das persönlich noch lange kein Grund, dass man heutzutage im Rap so extrem auf Respekt und Ehre scheißen kann. Dass das ganze Theater nicht unter Männern stattfinden konnte, sondern über Social Media breitgetreten wurde. Und dass gefühlt jeder momentan sein Stück vom Kuchen abhaben möchte, indem man Bushidos Namen in den Mund nimmt und weiter darauf rumhackt und rumdisst und weiterhin irgendwelche Grenzen überschreitet. Das steht auf jeden Fall für das heutige Rap-Business. Und wie so oft wünschte ich mir einfach nur, dass es mehr um Rap gehen könnte und die Kunst an sich. Also das, wofür Rapper eigentlich Rapper sind. Und trotz dessen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Karriereendes von Bushido wahrscheinlich noch nie so hoch war wie in der letzten Zeit, glaube ich persönlich einfach nicht daran. Er hat so ziemlich alles erreicht, was man als Rapper in diesem Land erreichen kann. Er hat im Game alles gesehen und er hat im Game sicherlich auch alles erlebt. Er ist ganz oben angekommen und war definitiv auch sehr oft ganz unten. Er hat nun seine eigene Familie, ist nun selbst Familienvater und es war ihm wahrscheinlich noch nie so gut möglich abzuschalten und ein bisschen Abstand von dem Ganzen zu gewinnen wie jetzt in der Zeit. Und sie sind auch das Einzige, was ihm definitiv viel wichtiger ist als alles andere. Selbst die Musik. Doch ohne diese Musik kann und will er definitiv nicht leben, da bin ich mir zu 100% sicher. Und da denke ich nicht, dass es vorbei ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich denke, freiwillig würde er es nicht einfach an den Nagel hängen und dafür gibt es genug Gründe. Erstens, die Tour. Und ja, viele werden sagen, da kann er persönlich drauf scheißen, der ist nicht finanziell davon abhängig und er hat sie ja auch schon mal absagen können. Aber ich sehe einfach hinter der Tour viel mehr, um auch nochmal auf Marvin zu sprechen zu kommen. Es wäre nicht nur ein unkluger Move, sondern auch moralisch einfach keine Kleinigkeit, seine Fans dann nochmal stehen zu lassen. Und ich denke, viele sind sich da einig, dass ihm seine Fans definitiv nicht egal sind. Zweitens, sein Support. Es gibt einfach immer noch eine Menge Künstler, die sich auf ihn verlassen, beziehungsweise nach wie vor einfach auch Teil seines Teams sind. Und auch wenn so einige von deren Zukunft ungewiss ist, ist Bushido nach wie vor ein Geschäftsmann und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch dieses Mal das Beste draus machen wird. Egal wie beschissen die momentane Lage da scheint. Drittens, sein Label. Selbst wenn Bushido seine aktive Karriere beenden soll, was ich mir zu seinen Lebzeiten einfach nicht vorstellen kann, würde er das Label nie untergehen lassen. Selbst wenn er nur als Produzent, Talentscout oder Vermittler im Hintergrund agieren würde oder im unwahrscheinlichsten Fall sich mit einem anderen Label verbindet, kann ich mir kein Ende von diesem Label vorstellen. Viertens und letztens, ein Mann, ein Wort. Und nach wie vor hat dieses Gewicht. Kein Mensch ist unfehlbar und natürlich macht auch er Fehler. Vielleicht auch mehr Fehler als viele andere Rapper. Doch wenn er etwas ankündigt, dann hält er es in den meisten Fällen auch und setzt der ganzen Sache sogar noch ein kleines Sahnehäubchen auf. Was man schon allein dadurch belegen kann, dass er immer noch nach fast 20 Jahren Schlagzeilen schreibt, Thema Nummer 1 ist, wenn irgendwas abgeht. Und wir ihn auch sicherlich kein letztes Mal in YouTube-Trends gesehen haben. Was mich letztlich zum letzten Punkt dieses Videos führt und das ist unser Treffen. Denn auch wenn unsere E-Mail-Korrespondenz zueinander ein bisschen eingeschlafen ist, zweifle ich keinen Moment daran, dass er sein Wort hält und wir uns im Mai treffen und vor oder nach dem Konzert in Leipzig unser Video drehen. Nach wie vor ist unser Plan ein ganz spezielles Ich habe nie mit Bushido zu drehen und dass wir eine kleine entspannte Runde miteinander zocken mit vielleicht dem ein oder anderen interessanten Wetteinsatz. Aber egal wie sich all diese Dinge entwickeln, ich werde mein Versprechen im Mai auf jeden Fall halten, komme was wolle.